Neben mir Natascha Kuhnen, sie ist SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende SPD-Vorsitzende. Erstmal vielen Dank, schönen Abend, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sehr, sehr gern. Mich würde interessieren, zuerst mal, bevor wir anfangen, wie Sie die heutige Veranstaltung fanden. Ich fand die super. Also ich bin ja zum ersten Mal hier gewesen jetzt heute und ich wusste auch nicht genau, was mich erwartet. Aber es war ein klasse Singspiel und hatte echt Niveau. Und was ich schön finde, dass es eben nicht zu krass beleidigend, überhaupt nicht, sondern so richtig so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Also es war super schön und die Schauspieler waren klasse. Bisschen Satire. Ja, aber ich war halt eben auch so überrascht, weil es wirklich ein super Niveau und so. Also ich war echt glücklich am Ende des Abends. Jetzt sprechen Sie von glücklich, dann würde mich jetzt interessieren, wie ist die aktuelle Stimmung in der Bayern-SPD und in der bundesweiten SPD? Ja, wir hatten jetzt definitiv kein leichtes Jahr hinter uns. Die Bundestagswahl ist ein richtig super hartes Ergebnis gewesen. Dann sind wir natürlich davon ausgegangen und das haben wir ja auch klar gesagt, okay, wir gehen in die Opposition. Und dann hat jeder erwartet, dass Jamaika kommt. Jamaika wurde tot moderiert, ja, ist in die Brüche gegangen. Und jetzt übernehmen wir halt Verantwortung. Und ich war ja sehr, sehr skeptisch. Aber in den Koalitionsverhandlungen haben wir wirklich eine Menge rausgeholt. Und jetzt im Moment stimmen unsere Mitglieder ab morgen. Und dann werden wir sehen, dass, ob es klappt. Ich gehe davon aus, weil wir wirklich viel erreicht haben. Aber die SPD als Partei muss sich natürlich wirklich neu aufbauen und eine Zukunftsvision entwickeln. Also wahnsinnig viel Arbeit vor uns. Und die letzten Wochen waren schon wirklich schwierig, weil da haben wir kein wirklich gutes Bild abgegeben. Aber diese ganzen Personaldebatten sind jetzt beendet. Jetzt geht es um den Koalitionsvertrag, dann geht es um Personal und dann geht es in die Zukunft. Welche Auswirkungen hat das ganze Chaos der bundesweiten SPD jetzt auf Ihre Partei, auf die Bayern-SPD? Ja, die Bayern-SPD, muss ich ganz wirklich sagen, ist ein sehr disziplinierter Zusammenschluss. Wir haben natürlich auch gelitten unter dem, was jetzt auf Bundesebene alles rauf und runter ging. Aber ich finde, dass wir eine wirklich aktive und lebendige Partei sind. Und seit 1. Januar sind wirklich 2500 Männer und Frauen in Bayern in die SPD eingetreten, hier bei uns daheim. Und das ist, finde ich, auch ein schönes Signal. Viele sagen, Mensch, jetzt machen wir da echt mal mit. Obwohl es halt aktuell auch nicht so gut läuft, dann sieht man. Aber genau deswegen, weil viele haben irgendwie das Gefühl mit der Demokratie im Moment echt schwierig und vielleicht leisten ja eben diese Parteien, und die SPD ist ja die älteste demokratische Partei, vielleicht leisten die doch wirklich was und vielleicht möchte ich das Ganze auch mit beeinflussen, mitentscheiden. Also ich habe den Eindruck, dass die Politik wieder beginnt zu leben und die SPD ist eine der lebendigsten Parteien. Merken wir in den letzten Tagen. Genau. Wie beurteilen Sie denn die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen? Es wird viel gewollt und viel geplant, aber gibt es auch konkrete Pläne, das durchzusetzen? Doch, gibt es definitiv. Also ich selber habe ja den Bereich Wohnen, bezahlbares Wohnen. Kannst du dir dein Dach über dem Kopf noch leisten? Das wird für mich die soziale Frage des 21. Jahrhunderts sein. Und das sieht man hier bei uns in München. Die Leute haben wirklich das Gefühl, sie können das nicht mehr bezahlen und es kann ihnen schon fast niemand mehr helfen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig zu bauen, bezahlbar zu bauen, aber eben auch bei den Mieten klar zu verhindern, dass solche Luxussanierungen, wie sie ja bei uns in München auch reihenweise stattfinden, dass man das verhindert. Und all das haben wir tatsächlich jetzt in diesen Koalitionsvertrag reinverhandelt. War ein hartes Stück Arbeit. Wie schauen denn die GroKo-Erwartungen für Bayern aus? Ist es möglich, dass man mit der CSU koaliert? Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, alle anderen Oppositionsparteien in Bayern werfen sich ja der CSU schon an den Hals, die Grünen, die Freien Wähler und die FDP. Und ich sage, nein, wir sind die Alternative hier in Bayern. Wir kommen von hier, wir lieben dieses Land, wir sind hier aufgewachsen, also ich zumindest, meine Kinder. Und ich möchte einfach klar zeigen, dass wenn die SPD nach vorne kommt, dann wird dieses Land auch stark bleiben, aber es werden sich ein paar Dinge verändern. Man muss sich sein Dach eben über den Kopf leisten können, man muss Familie und Job unter einen Hut kriegen. Das sind alles Dinge, die wir jetzt annehmen, und Koalitionsfragen. Die Wahl ist Ende Oktober, Mitte Oktober, also das hat jetzt Anfang des Jahres für mich überhaupt keine Wertigkeit. 2018 stehen ja drei Ereignisse an, aktuell die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang, die Fußball-WM in Russland und 14. Oktober, dann die Landtagswahl für Bayern. Hessen ist am 28. Oktober dran. Mhm. Was erhoffen Sie sich von der Landtagswahl? Ich gehe in diese Landtagswahl hinein, weil ich mit einem neuen politischen Stil
Ich möchte einfach, dass wirklich Politiker aufhören, sich permanent gegenseitig zu behaken, sich eins überzuziehen, sondern es geht jetzt wirklich darum, dass wir die Probleme der Leute und auch die Wünsche und die Sehnsüchte, dass wir die zuhören, ernst nehmen und dann sachlich wirklich Lösungswege anbieten, diskutieren, weil viele doch sagen, was machen denn die Politiker, die sind ja so weit weg, die kapieren ja eigentlich schon überhaupt nicht mehr, wo ich lebe. Und ich finde, wir müssen genau diese Lücke endlich wieder schließen, aber das geht nur durch einen politischen Stil der Ernsthaftigkeit, der Ruhe und der Sachlichkeit. Und damit werde ich jetzt reingehen bis zum 14. Oktober und wirklich mal zeigen, es geht auch anders. Was sind die Schwerpunkte für Ihre Landtagswahlkämpfe? Ja, wir haben als klares Thema Nummer eins bezahlbares Wohnen. Das ist für mich, wie gesagt, der Dreh- und Angelpunkt auch von einer stabilen Gesellschaft, dass da eben auch nicht Neid und Missgunst und schlichtweg auch Not daraus entsteht, also bezahlbares Wohnen. Dann Familie, hast du überhaupt noch Zeit für deine Familie? Kriegst du das mit dem Job unter einem Hut? Hast du eine gute Betreuung? Wie werden die Erzieherinnen und Erzieher bezahlt? Das sind alles Themen rund um Familie, Gleichberechtigung von Männern und Frauen und natürlich auch eine Zukunft in der Arbeitswelt. Und in der Arbeitswelt wird für uns ein ganz großes Thema sein, die verändert sich ja ganz stark durch Digitalisierung, das heißt Computer, Maschinen, das macht vielen Angst. Und da muss man wirklich zeigen, wie man sich fit macht für diese zukünftige Arbeitswelt. Und da sind wir wieder beim Thema Bildung, Bildung, Bildung. Dieses Land braucht wieder Lust auf Bildung und das macht ja auch dann sicher. Und schließlich auch noch das Thema Integration. Es kommen viele Schutzsuchende zu uns und sind zu uns gekommen und die müssen wir gut integrieren. Das ist machbar, das kann man eben organisieren und das wollen wir klar zeigen. Sind die Diskussionen um den SPD-Parteivorsitz schädlich oder ist es ein Ausdruck innerparteilicher Demokratie? Ich denke, es ist wirklich ein Ausdruck von innerparteilicher Demokratie. Wir hier in Bayern, also ich wurde durch eine Urwahl gewählt, durch ein Mitgliedervotum bestimmt. Auf der Bundesebene diskutieren wir das, aber wir sind da noch nicht so weit, weil da ja, sag ich mal, 15, 16 Bundesländer, 15 andere müssen das kennenlernen, was wir schon gemacht haben. Und dann brauchen wir noch einen Schritt hin. Aber auf dem Parteitag wird sich Andrea Nahles bewerben. Sie ist auch empfohlen vom Parteivorstand, aber es werden sich auch andere Kandidaten bewerben. Und das ist okay, das ist Demokratie, so wie sie wirklich leibt und lebt. Jetzt sprechen Sie gerade von Andrea Nahles. Mhm. Sie darf ja laut Statut nicht problem ins Amt gehievt werden. Wären Sie eine Alternative? Sie sind ja im SPD. Ich bin ganz glücklich hier daheim. Also ich will in Bayern Politik machen und das gefällt mir unwahrscheinlich gut. Ich bin auch seit Dezember Parteivize und das aus einem guten Grund, weil ich zeigen will in Berlin, auch der Bundesebene, was Bayern ist, wie viel wert Bayern ist und dass Bayern als SPD eine starke Stimme braucht. Und ich glaube, das gelingt. Die sehen uns langsam hier im Süden mit anderen Augen aus dem Norden heraus. Laut einer aktuellen Insa-Umfrage steht jetzt die SPD bei 16%, die AfD bei 15%. Was sind die Gründe dafür, dass die SPD immer mehr an Stimmen verliert und die AfD mehr Stimmen holt? Ja, dieser Einbruch jetzt auch seit der Bundestagswahl, der hängt schon auch damit zusammen, mit diesem schwierigen Weg seit der Bundestagswahl. Dass wir erst gesagt haben, wir müssen in die Opposition, diese Wählerstimmen haben klar gesagt, hey, ihr habt jetzt nicht die Regierungsverantwortung. Dann hat es aber Lindner wirklich in den Sand gesetzt, mit Merkel gemeinsam. Und jetzt in gewisser Weise übernehmen wir eine Verantwortung, die uns echt auch schwerfällt, weil wir ja eigentlich gesagt haben, wir würden eine andere Rolle annehmen wollen. Jetzt machen wir das aber und wir haben natürlich in den letzten, sag ich mal, 2 Wochen kein gutes Bild abgegeben, wo eben diese ganzen Personaldebatten, auch um Martin Schulz, die Sachfrage, das, was wir im Koalitionsvertrag rausgehandelt haben, völlig überlagert hat. Aber diese Sache haben wir letzte Woche jetzt entwirrt, klar gemacht, wie jetzt die Strukturen sind. Und ich glaube, jetzt wird es auch wieder aufwärts gehen. Wäre da nicht eine Minderheitsregierung eine Option gewesen? Klar, ich war ja der Meinung, dass das eine gute Idee ist, das wirklich mal auszuprobieren. Aber wenn sich die geschäftsführende Kanzlerin weigert, du kannst niemanden tolerieren, der nicht toleriert werden will. Worin sind Sie die Ursachen für den Absturz? Oder beziehungsweise verstehen Sie Ihre Wähler noch, Ihre SPD-Wähler? Ja, ich kann verstehen, dass viele Wählerinnen und Wähler gesagt haben, wer ist denn die Sozialdemokratie eigentlich noch? Wir waren in der letzten großen Koalition unwahrscheinlich leise, haben brav gearbeitet, haben viel erreicht, haben das aber im Prinzip
Merkel überlassen und das geht auf keinen Fall mehr. Und ein zweiter Fehler war ja auch noch in den letzten Jahren, dass man die Partei nicht wirklich hat hochkommen lassen, sondern die Regierung war immer wichtiger. Und dadurch ist auch so eine Unzufriedenheit nicht nur der Partei, sondern so eine Unklarheit entstanden. Und ich sage auch ein bisschen, diese große Koalition in der letzten Legislatur war eher wie so eine Soße in der Mitte. Und Leute haben gesagt, ich kann das überhaupt nicht mehr richtig unterscheiden. Und deswegen wird es jetzt extrem wichtig sein, dass die SPD als Partei ein klares linkes Volksparteienprofil wieder entwickelt. Und das wird nicht einfach, weil wir wirklich eine Vision in die Zukunft brauchen. Was für eine Gesellschaft wollen wir in dieser digitalisierten Welt, die sich total unterscheidet von unserer Entstehungszeit, von unserer Hochzeit. Also wir müssen den Sprung ins 21. Jahrhundert jetzt endlich machen. Martin Schulz ist letzte Woche zurückgetreten, wollte dann noch das Amt des Außenministers annehmen, obwohl er zuerst sagte, nein, er könnte sich nicht vorstellen, unter Merkel in einem Kabinett zu arbeiten. Wer ist in Ihrer Meinung nach der richtige Kandidat oder die richtige Kandidatin für den Posten des Außenministers und für den Innenminister? Nein, man hat ja gesehen, dass wenn man einen Koalitionsvertrag verhandelt und gleichzeitig dann schon anfängt, Ministerposten zu besetzen, das funktioniert nicht, weil die Leute dann immer mehr, auch die Medien, sich natürlich viel mehr für Personen interessieren, statt auf diese wirklich guten Sachinhalte zu gucken, die die SPD erreicht hat. Und das war ja in unserem Laden auch so, dass unsere Leute wurden richtig nervös und haben gesagt, was geht denn jetzt ab? Und das hat Martin Schulz, das hat er auch so gesagt, unterschätzt. Er hat gedacht, dass man sozusagen auch schon über Personal reden kann, aber das geht nicht. Und vor allen Dingen war es natürlich eine Frage der Glaubwürdigkeit, weil viele unserer Mitglieder gesagt haben, der hat doch vorher gesagt, er würde nicht in ein Amt gehen, wenn Merkel Kanzlerin ist. Also da war, das war zu viel emotionale Belastung und das hat Schulz erkannt und hat den Schritt des Rücktritts genommen. Ich finde, das verdient auch Respekt. Und jetzt übernimmt Olaf Scholz kommissarisch den Parteivorsitz bis zu dem Parteitag, wo sich unter anderem ja auch Andrea Nahles bewirbt und der Parteivorstand sie ja durchaus auch empfiehlt. Aus gutem Grund, finde ich. Wäre Sigmar Gabriel noch eine Option für den Posten des Außenministers? Oder will der überhaupt noch? Ja, sagen wir es mal so. Ich wäre schlecht beraten, wenn ich heute jetzt, wo ich sage, Mensch, Leute, wir müssen endlich mal über Inhalte reden, über das, was wir verhandelt haben mit der Union, weil wir ja in den nächsten 3 Wochen entscheiden müssen als SPD, ob wir da reingehen oder nicht in diese große Koalition. Wäre ich schlecht bedient, wenn ich jetzt plötzlich wieder eine Personaldebatte anfange. Ich sage klipp und klar, keine Personaldebatte mehr bis zum 5. März. Dann ist das Votum abgeschlossen. Dann werden in den zuständigen Gremien die Personen jeweils benannt und besetzt. Und dann geht es ab nach vorne. Wie wollen Sie die Basis jetzt von der Großen Koalition überzeugen? Also ich merke, dass ganz viele Mitglieder sich wirklich die Mühe geben, diese 177 Seiten des Koalitionsvertrages zu lesen. Überall im Land, nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland wird diskutiert. Mhm. Die verschiedensten Abgeordneten, ob aus dem Bezirk, ob aus dem Landtag oder Kommunalparlamente, alle organisieren Treffen, diskutieren miteinander und bewerten das. Und bei vielen, vielen Kommunalpolitikern zum Beispiel gibt es ja schon Zustimmung und die gehen auch raus und sagen, wir finden das gut, was da verhandelt wurde, wir bitten euch auch, stimmt zu. Also mein Eindruck ist, es wird ein positives Ergebnis des Votums geben. Jetzt haben Sie vorher gesagt, dass Sie die älteste Partei sind, 1863. Sie gehen jetzt ins 155. Jubiläum. Wäre die Neuauflage der Großen Koalition der politische Tod der SPD oder würde es weitergehen? Ja, es gibt ja so ein schönes Wort, was uns kennzeichnet, eben seit unserem Entstehungsjahr. Und das heißt Sturm erprobt. Und das ist ein Sturm, durch den wir im Moment gehen. Aber der Koalitionsvertrag zeigt, glaube ich, schon eines. Wenn die SPD mitregiert, dann gibt es eine ganz klare soziale Handschrift in diesem Land. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wir haben mehr erreicht, als wir uns je vorstellen konnten. Es gibt ja einen Computer, eine künstliche Intelligenz, die hat den Koalitionsvertrag mal gescannt und gecheckt mit den Wahlprogrammen von Union und SPD. Mhm. Und die künstliche Intelligenz, also dieser Computer schlichtweg, diese Auswertung, sagt, dass in dem Koalitionsvertrag 2/3 aus dem Wahlprogramm der SPD ist. Also das ist schon eine Menge. Und insofern glaube ich nicht, dass es uns schadet, weil man erholt sich weder in der Opposition noch zwangsläufig in einer Regierungskoalition. Man muss es nur in beiden Positionen richtig machen. Und das wird die Herausforderung. Frau Merkel ist ja bekannt dafür, dass sie gerne die Ideen der anderen Parteien klaut. Glauben Sie, das könnte auch nochmal passieren, dass sie... Nee, das kommt nicht nochmal in die Tüte, ganz klar. Also das wird eine ganz andere Gangart werden, die wir jetzt in der Großen Koalition einschlagen werden. Und als Partei haben wir ja schon bereits beschlossen, dass wir nach 2 Jahren nochmal mit den Regierungsmitgliedern, sollten wir hineingehen in diese Koalition, dass wir dann nochmal selber bewerten und sagen, hat das hingehauen in den 2 Jahren oder nicht? Was passiert, wenn man nach 2 Jahren feststellt, es hat nicht hingehauen? Wird es dann zum Neuwahlen kommen? Jetzt gehen wir erstmal in die 2 Jahre rein und zeigen mal, was SPD ist.
Dann die Abschlussfrage. Mhm. Vor uns sitzt jetzt eine imaginäre Glaskugel, da blicken wir jetzt beide mal rein. Wo steht die SPD bei der Bundestagswahl 2021? Ich nehme da die Worte des momentan kommissarischen Parteivorsitzenden Olaf Scholz. Wir wollen wieder stärkste Kraft werden in diesem Land. Und ich glaube, wir haben das Zeug dazu, wenn wir es richtig machen. Dann danke ich Ihnen fürs Gespräch, wünsche für die Landtagswahl alles Gute und hoffe, dass wir nochmal zueinander kommen. Tausend Dank, ja, total gern. Ciao. Ciao.